Robert zockt mit euch. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Euer Opa zockt wieder zurück in der griechischen Antike mit Assassin's Creed Odyssey. So ist es. Letztes Mal hier aufgehört im Holzfällerlager. Wartet ganz kurz, wo haben wir's? Hier, Schatz haben wir 2 von 2 geplündert. Ganz easy peasy haben wir das gemacht. Baumstammwerk haben wir gemacht. Genau, warte mal ganz kurz. Das aktuelle Quest, Kampf mit Talos, ist unser Söldner hier, der uns jagt. Und wir werden jetzt das Geld von den Händlern eintreiben in Sami. Ziel ist schon markiert. Und dann geht's jetzt mal direkt los. Ich habe erst überlegt, ob wir den Helm anzeigen oder nicht anzeigen. Man kann ihn auch verstecken. Aber was soll's, der sieht ja eigentlich relativ geil aus. Sehr, sehr furchteinflößend. Achso, warte mal, das wollen wir noch stehlen fix? Oder kommt der Typ jetzt hierher? Nee. Hat er gesehen? Ne, keiner gesehen. So, dann wollen wir mal losmachen jetzt hier. 36. Ach, das ist der Söldner dort. Kopfgeldjäger in der Nähe. Nee. Gottes Willen, geh bloß weiter. Jetzt habe ich das gerade erstmal gesehen, der Typ dort. Deshalb auch die bedrohliche Musik. Oh, hier ist ein Schiff. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ne? Müsste er da eigentlich überleben. Macht er das ja, ne? Macht er. Ne, freilich. Mit dem Pferd hier rumzureiten wäre viel zu einfach. Ah, das ist ja schon ein bisschen stabiler, sieht es aus, ja? Als die anderen Dinger, die wir bisher gefahren haben. So, jetzt schön beschleunigen. Und ab geht die wilde Fahrt hier. Achtung! So ein bisschen lenken hier. Naja, gut, das ist den kleinen Rumpler, den schaffen wir schon. So, weiter geht's. Das Wasser ist ziemlich tief. Ich muss umkehren. Warum? Machst du doch gut. Warte mal. Wie kommen wir jetzt wieder weg? Ah, absteigen, okay. Abzeichen freigeschaltet, Novize. Ist nicht einzusammeln hier. So, 26 Meter. Mensch, wo rennen wir denn hier lang? Hier. Alexios, schön dich zu sehen. Grüß dich. Hallo, Dores. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Oh, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen. Du hast recht, das Doppelte ist viel zu viel. Nee, dann hättest du dir kein Geld leihen sollen, oder? Ja. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Ich gehe erst, wenn ich Traum habe. Ich lasse dich jetzt in Ruhe, ja? Wer wusste denn nicht, dass er das Geld vom Zyklopen hat? Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Markus und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Ah. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Sehr gut. Treib Markus die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot.
Doris Schwert kehrt zu Markus zurück. Ach, der Helm, ne. Das sieht fies aus. So, mal kurz gucken hier. Ist das rostige Ding, was wir bisher haben? Oh ja. Das ist eine alte, was? Das ist eine alte, aber verlässliche Waffe. Ziemlich genau wie Doris selbst. Sehr geil. Was hatten wir bisher? Oh, hier. Toll, strahlt, komm. Wir hatten bisher so einen Speer gehabt, ne? Die sind alle schlechter. Sehr geil. So, hier ist irgendwo eine Tafel, habe ich letztens. Was? Wer will was von mir? Der hier? Angriff? Alter Abstand! Ja, ne, ich werde dann jetzt nicht angreifen. Der Soldat hat ja auch Familie. So, was ist denn das jetzt hier? Eine Nachrichtentafel. Alexis hat gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Ilios, ein Rüstungsschmied aus Kepalia, brauchte Wolfstoff für den Krieg und er wusste, dass Alexis sie ihm besorgen konnte. Immer mal Vergangenheit hier. XP und Drachmen ist hier dies. Was ist denn das hier? Das haben wir, ne? So, jetzt haben wir eine Quest. Das dürfte jetzt aber eigentlich nicht das Haupt. Genau, hier Welt und Charaktere. Das werden wir jetzt machen. Jetzt habe ich das markiert. Jetzt müsste es eigentlich irgendwo als Hauptziel hier markiert sein. Ich weiß bloß nicht jetzt Niveau. Wo sehe ich das jetzt hier? Ist das noch gar nicht auf der Insel hier? Beschaffe Wolfsfälle. Hä? Stand das dort da? Das mit... Ach, dort, na klar, aktuelle Ziele. Tatsache, ey. Ich dachte, wir sollen irgendeinen killen. Gut, die Wolfsfälle, das ist eigentlich kein Problem. Davon haben wir ja schon einen Haufen eingesammelt, aber... Kein Problem, wir können trotzdem, das einsammeln. Währenddessen wir... zu Markus zurückkehren. Das hier? Ich sehe immer noch nicht so richtig durch, ey. Kehre zu Markus zurück. Muss man jetzt wissen, wo der ist oder was? Also, ich glaube, der war ja hier oben, ne? Oder? Hier? Markus Weingut. Uns Rätsel finden. Und bis dahin finden wir noch die Wolfsleder. Hier, was ist denn das für ein Vieh? Wow, krass. Der hat Angst vorm Vorboss. Guck mal hier, geil, oder? Der arbeitet. Hat mir bisher noch gar nicht angeguckt. Geil. Ein übelst geiler Skin, ey. Also, sieht richtig geil aus, bis auf dem Helm. Das ist echt nice. Wo, nicht ganz, ja! Nicht ganz so schnell hier. Ich dachte, wir finden mal nur ein, zwei Wölfe hier. Und los! Mensch, die hängt doch sonst immer überall rum hier. Ich suche mal hier. Vielleicht nur irgendwo einer. Ne, die ganze Zeit, ne? Muss man gegen die Viecher kämpfen. Wenn man sie mal sucht, sind keine da.
Naja, egal. Ella! Zurück zum Weingut. Wow, das ist ein geiles Foto. Müssen wir erstmal kurz... So, mein Freund, ich muss bloß einen ganz kurzen einen Pick machen. Jetzt soll ich jetzt wundern, warum ich jetzt hier irgendwas rausgeschnitten habe. Aber das müssen wir uns jetzt die ganze Zeit angucken. So. Oh, wo ist der Typ? Na los! Wir sollen uns Ziele vor Ort anzeigen, ne, freilich. Ach so, wieder dieses Rätsel finden. Komm schon! Ist der Marco hier nie irgendwo gewesen? Hier unten? Oh nee. Ich schreite dort hoch die ganze Zeit im Berg. Ja! Na gut, die ist nicht so schlimm. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Wölfe. Ja! Genau, Berg hoch hier. Und jetzt schön über das Gelände heizen. Volle Bulle. Ah, hier ist noch was. Ja! So, jetzt noch weiter. Oh ja, hier haben wir einen. Also, oh, hier haben wir zwei, sehr gut. Wird ja auch Zeit. Können wir gleich mal unser neues Schwert ausprobieren? Vielleicht können wir uns so einschleichen. Nee, das geht nicht. Zack, noch einen Schwert hinterhergesetzt. Und der kann ja gar nichts hier. Ein schwerer Angriff. Was? Zack. So, jetzt müssen wir bloß hoffen. Weiches Leder 11. Jetzt haben wir es. Übergib. Was steht dort? Übergib das Fell irgendjemanden, ne? Müsste als eigentlich. Ganz kurz Quest. Übergib den Auftraggeber die Wolfsfälle. Genau, in so etwas kann man sich da immer noch mehr Fälle von Wölfen holen. Naja, das reicht erstmal. So, mein Guter, hier bin ich wieder. Weiter geht's. Guck, wie der sich schon freut. Ella! Ella! Boah, die ganz feine. So, mal gucken, wo das Ziel jetzt ist hier. Komm schon. Auf dem Kompass oben? Ach ja, da unten. Ich bin manchmal ein bisschen kartenblind. Hier ist es auch so, ey. Da ist die Markierung schon ganz groß eingezeichnet, ja. Und trotzdem. Wow! Achtung, das ist ein bisschen tief. Macht er trotzdem. Macht er. Hat er schon viel Schlimmeres geschafft. So, geht das hier? Na los, na los! Schaffen wir es nicht. Ja, das ist ein bisschen steil hier alles. Ja! Ganz so schnell hier. Wir wollen keinen verletzen. Ja! Wow, guck mal, jetzt sind wir auf dem Dach hier. Springt er auch hier runter? Ja, macht er. Ja, los. Na, jetzt nervt's. Über das Gelände hier. Grüße also mal da. Mal beim Maskenschein das Feld abgeben hier. Hey, hey, hey. Komm schon. Genau, setz mich hier auf den Wagen ab. Hier, ich muss hier mal kurz her. Danke. So, wen soll ich jetzt das Feld abgeben hier? Gibt den Auftraggeber die Wolfsfälle. Wo ist denn der?
ist denn der? Hä? Wo ist denn der Auftraggeber? Sehe ich das nicht oder was? Eine Legende, oder? Questgeber? Eigene Markierung, verfolgt Quest, klar, Nachrichten, Live-Quest, Questgeber, Zeitfrequenz-Quest, dynamisches Questgeber. Oh, oh ne, jetzt habe ich meditieren gedrückt. Nun genau, hier ist der Kopfgeldjäger. Macht denn der hier? Ach, da steht's da, ein Rüstungsschmied aus Kapelle. Oh Mann, ey. Man sollte sich den Text halt immer wirklich richtig durchlesen, ne? Da stand's ja da, dass der Schmied das Zeug will. Alles klar. Der Kopfgeldjäger hier, dass der mir auf den Sack geht hier die ganze Zeit. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es da nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Wir holen uns die Drachmen. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Alexia! Cassandra! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Sekunde. Kefalenia.
schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Oh. Natürlich nicht. Warum das? Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Schweigen. Er ist der stille, tödliche Typ. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen wohl sehr gut zu sein. Ein Kriegsgebot. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kephallenia. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. So, halte LT gedrückt. Und RT für einen Reflexschuss. Okay. Halte RT für einen Aufklauenschuss. Okay, da können wir nochmal zielen. Oh ja, ist stärker. In 12 ist das so gut. Ne, das machen wir jetzt mal nie. 900 Erfahrungspunkte. Oh, kurz vor Stufe 3. Mehrere Quests angenommen. Aufsitzen. Oh, hier haben wir da auch kleiner. Noch mehr Waffen. Ich habe das jetzt einfach mal. Oh, klar. Erstmal was süßes Schwert gefunden. So, eins nach dem anderen, Leute. Jetzt gehen wir erstmal schnell zum Schmied. Warte mal, ne, wir setzen erstmal den Helm ab, weil der dann doch nicht so cool aussieht. So, weil in den 15 Schaden, er wurde gefertigt und erprobt von Drusilla, der fachkundigen Bürgerin aus Capella. Immer in den Videos, in den Videosequenzen ist immer der Helm nie zu sehen und dann in unserem Spiel wieder zu sehen und dann wieder nie zu sehen, das bringt mich auch durcheinander. Gut, jetzt wollen wir erstmal das Holz, die Felle abgeben. Beim Schmied. Also zeigt uns die Karte jetzt theoretisch nie alles an, sondern wir müssen schon ein bisschen selber nachdenken. Sabi, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Ach, Sami ist die Stadt hier. Wo ist denn jetzt der Schmied? Oh Gott, da ist der Kopfgeld. Vor allem verläuft man sich schön in Sami. Ah, hier. Was ist denn das hier für einer? Das ist der Auftraggeber wahrscheinlich. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Alexios erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie, es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Und Erfahrungspunkte. Halt dich aus Ärger raus. Das solltest du besser auch. 270 Drachmen. Neue Gravur freigeschalten, cool. Und 1000 Erfahrungspunkte, Alter. Ah, es
Zimmer noch kräftiger geworden. Geil. Schaden in Gesundheit verbessert. So, und jetzt gehen wir stehlen. Nee, was? Ich kann den hier oben bringen? Warum soll ich das tun? So, jetzt reden wir mal mit dem Schmied. Kaufen. Waffen kaufen. Krass. Schwere Klinge. Hier gibt's auch neue Bögen. Und ein Phobos-Skin, okay. Okay. Verkaufen, können wir ja auch Waffen hier. Da wissen wir noch nie, ob die gute Preise machen. Alle Handelsgüter verkaufen. Ich würde erstmal... Oh, alle, die nie angelegt sind, hoffentlich. Ich würde die trotzdem erstmal behalten. Verbessern? Was kostet das? Ah, da unten. Da sieht man dann, was man braucht. Die Steine, das Leder, sondern die orange, die lilanen Steine hier. Die uralte was? Ah ne, das Glas. Und gravieren lassen. Was ist das hier? Kostbar Ölchen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Auswählen. Ah, jetzt kann ich mir eine Gravur aussuchen. Und hier passt wahrscheinlich nur der Jägerschaden mit rein. Gucken, wenn ich mir jetzt eine andere Waffe aussuche. Aha, okay, dann gibt es hier Kriegsschaden und Jägerschaden. Ach nee, wartet mal, die Gravur. Es gibt wahrscheinlich 3 Gravuren pro Schwert oder pro Waffe. Hier jetzt nämlich auch eins. Jetzt könnte ich mir nämlich die beiden noch machen. Und hier ist der Jägerschaden schon drin, da gibt es dann nur die beiden anderen. Okay. Wollen wir, wenn ich jetzt hier auf Verbessern drücke? Komm jederzeit wieder! Ja, okay, ne, so viel haben wir jetzt noch nie gemacht, aber. Gut, dass wir erstmal wissen, wie das jetzt hier mit den Gravuren funktioniert. Oder Verbessern von einigen Waffen. Und jetzt gucken wir nochmal kurz. Wo ist jetzt erst? Ach ja, wir müssen noch Fähigkeitspunkt vergeben, genau. So, hier haben wir diese Kriegerfähigkeit, renne schnell durch den Gegner hindurch. Nur mit dem Sehen, das ist cool, ne? Geht es hier schon weiter hoch dann? Ne, Stufe 5. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden automatisch geplündert. Oder hier mit den Pfeilen schießen, ne? Die Zeit verlangsamt sich für 5 Sekunden, wenn du vom Gegner gesehen wirst. Na gut, ich würde mal die Attentäter-Rate hier hochnehmen, 20%. Sind wir auf jeden Fall schon mal stärker. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert, der Schaden durch kritische Treffer wird um 25% erhöht, dann nächste Stufe. Cool. So, jetzt nochmal kurz in die Questübersicht. Die Odyssee ist jetzt als Hauptziel hier markiert, glaube ich. Genau. Ein Plan geschmiedet. Oder das Holz holen. Das werden wir als nächstes erstmal machen. Oh ne, schon wieder die Karte weggedrückt. Vorsprung. Wo ist das Holz? Bestimmt hier hinten, ne? Mal Leute, müssen wir ganz kurz gucken, mal. Ich sehe hier immer nicht so richtig durch. Also, ich habe jetzt hier das Quest markiert. Sprich mit Drusilla. Das ist das aktuelle Ziel. Aha, okay. Und dann macht es das dann hier. Ne? Gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Markus reden soll, ist es dann hier. Alles klar. Was? Das Brennfieber. Ausrufezeichen. Was bedeutet das gleich? Questgeber. Aha, okay. Cool. Okay, meine Freunde, jetzt leider ist die Zeit schon wieder um. Jetzt müssen wir erstmal einen kleinen Break machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er immer wieder einschaltet und unsere Odyssee hier immer schön verfolgt, ne?
Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten unbedingt Oberzock abonnieren, ja, und damit das nächste Video auch nie verpasst. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Oberzockt. Bis dahin, tschüss. Oberzockt mit